Ahoi, liebe Klemmbaustein-Fans. Hier, wir bauen diesen Kahn zu Ende. Heute. Das soll dann dieses gute Stück hier werden, ne? Ja, Fancy liegt auf dem Sofa und chillt. So. Guten Morgen, Paul übrigens. Da war ich stehen geblieben. Okay. Ist bei euch auch so wundervolles Wetter. Hier scheint die Sonne. Das ist total toll. So, also die Schatztruhe muss hier weg, die gehört hier nicht hin. Die habe ich da nur drauf gepackt, damit das nicht verloren geht hier. Ne? So. Und was hast du dieses Mal Schönes dir einverleibt? Ach, wirklich? Hier, der Stein. Achso, ne, war nur ein Fussel. Ich dachte. Okay, mit Mini-Blocks kannst du mich, glaube ich, jagen. Das ist mir, glaube ich, zu fitschelin. Gut Deutsch. Schick mir mal einen Link per Flüster. Moin Simon. Entschuldigung. So. So. Dahin. Moin, Bricktime. Genau. Das kannst du Fancy geben, die freut sich über Diamond Blocks. Das findet sie richtig toll, da hat sie voll Bock drauf. Da geht ihr. Kriegt sie richtig gute Laune. Wie könnte das Lego-Gold ein bisschen glänzender sein? Ne? Ich finde das ein bisschen matt. Naja.
Klar, also schick mir einfach mal einen Link, ich gucke mir das an. Und dann vielleicht poste ich den auch gleich mal hier rein. Und ja. Rubikscheine würde ich schon kaufen. Gott, das Schiff, ey. Das Orsini-Schiff, das steht ja hier, da. Da hinter mir steht es ja, ne? Dieser Dreckskahn. Unfassbar. Das Review wird auch richtig salzig, das sage ich euch jetzt schon. Ich dachte erst so, na, warst ein bisschen angetrunken auch. Vielleicht war der einfach, war der Kahn gar nicht so schlecht, wie du dachtest. Dann habe ich mir den im nüchternen Zustand nochmal angeguckt und dachte so, oh Gott. Ist ja ein Albtraum, das Ding. So. Wie kommt ihr denn mit der Zeitumstellung klar? Geht das alles klar oder seid ihr dann immer erst mal so 2, 3 Tage im Sack? Sag mal, bin ich blind? Ah, hier. Ja, heute schon so früh. Moin, Lars. Ich dachte mir, ich mach mal hier so einen kleinen Frühstücksstream. Brunchstream. Frühstücken ist das ja nicht mehr. Und dann mache ich den an und in dem Moment verliere ich einen Follower. Nee, das wird gar nicht so groß. Nee, ich habe mir das Antwortvideo noch nicht reingepfiffen. Welches Antwortvideo überhaupt? Wir hatten gestern Besuch. Ich war gestern anderweitig verplant, leider. Hab ich pures Gold verpasst, ja? Dann gucke ich mal auf Instagram hier. Correct Mock und Custom Bricks Order. Okay. Ach, bitte. Open Link in Browser. Okay, aber da muss man sich quasi, da muss man sich durch Gobricks durchwühlen, oder wie? Fancy chillt auf dem Sofa. Also der hat, wo gibt's da irgendwo eine Übersicht? Nee, ne? Also man muss sich dann mit der. Max ist gerade auf Mäuse fangen. Den haben wir gestern. Wir hatten gestern Besuch und das fand Max nicht so geil. Und dann ist der einfach beleidigt von dannen gezogen. Der Arme. So, jetzt haben wir hier Tech gebaut, wa? Crazy. Crazy. Warum ist denn das die Kamera so dicht dran? Crazy. Ihr müsst also heute mit mir vorlieb nehmen. Ich weiß, es ist schwer. Aber wir werden das schaffen.
Nein. Doch. Ach ja. So. Weiß ich nicht, keine Ahnung. So, 2 Stündchen wahrscheinlich. Also so lang wird es heute nicht. Ne? Wenn das Ding hier durch ist, dann ist das Ding halt durch, ne? Antwortvideo mit über 1,5 Stunden. Oh Mann, ey, der Typ, ey. Bis 0 Uhr, genau. Das ist ein Dance. Ach so, Momo. Mach's gut, mein Lieber. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Sonntag. Lego 50er ständig selber ins Knie. Lego 50er ständig selber ins Knie. Lego 50er ständig selber ins Lego 50er ständig selber ins Knie. Lego 50er, stell dich 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 selber ins Knie. Lego fickt sich ja ständig selber ins Knie. Ja, nice. Ein Hochkulturprodukt allererster Güte featuring Schwurbelkopf 3000, ey. Der Typ. Ja, Eddie, mir alle Latten am Zaun, muss man leider wirklich so sagen. Er ja, tut mir auch ein bisschen leid. Ich habe immer das Gefühl, dass der jeden Moment so halbtot umfällt. Weil der immer so, der pumpt immer so raus, wenn er spricht. Immer so. Ganz merkwürdig hier. Kreuzsteinchens. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. So, hier rüber, okay. Auf jeden Fall einen gewissen Entertainment-Faktor, der Kram. Ja. Dann gibt es ein 1,5-stündiges Antwort. Das Ganze eskaliert einfach mittlerweile auch einfach nur noch, oder? Aha. Was will der eigentlich? Also, ich hab den ja, verfolgt den ja nicht mehr so intensiv. Also ich finde das. Weiß ich nicht, ich finde, man muss solchen Leuten nicht auch noch eine Lobby geben, ja? Also, der hat ja wirklich irgendein tiefgreifendes Problem mit Wahrnehmung und Reflexion und allem eigentlich.
Ja, ich kenne die Videos, ein paar von dem, und ich finde die alle sehr, also wirklich sehr, sehr strange. Dementsprechend frage ich mich auch die ganze Zeit. Also ich weiß immer noch nicht, was seine Mission ist, außer dass er den Held der Steine blöd findet und das komplett in die Welt rausprojizieren muss. Und ein Problem mit Blue Bricks hat er, glaube ich, auch, ne? Blöd Bricks nennt er die doch immer. Das ist auch total lächerlich, sorry, aber. Ey, meine Güte. Naja. Muss er ja selber wissen. Mir ist dieses Piratenschiff ein bisschen zu rot und ein bisschen zu bunt gerade. Aber gut. Ja, aber du mit seinen Klicks gibst du dem ja auch irgendwie Aufmerksamkeit, die der eigentlich nicht bekommen sollte, wenn man ehrlich ist. Ach, ja. Obwohl, ich habe mir auch gerade abgespielt, aber das ist schon. Lego fickt sich ja immer ständig selbst ins Knie, ist auch echt eine Aussage. Wie kann man die in einem Video treffen? Also. Ach Gott. Vor allem beschwert er sich beim Held der Steine über die angebliche Hetze. Und er selber macht ja auch nichts anderes. Naja. Naja, naja. Wie? Was? Er legt sich mit allen an, oder wie? Was hat er denn jetzt gegen Brick Lady? Weil es eine Frau ist, oder was? Alter. Das nimmt hier echt groteske Züge an. Hier ist ein kleiner, schöner Landkartenprint. Ach so. Ja. Okay, verstehe. Dass er der Einzige ist, der die Alumütze auf hat, das. Aber hey. Oh Mann, ey. Ja. Alle eine Alumütze. Tja, was soll ich dazu sagen, ne? Die einzige Alu-Mütze, die ich sehe, ist er. Ach, die Arme, ey. Also wirklich. Ich meine, nimmt doch eh schon keiner mehr ernst. Aber okay. Er will anscheinend Rom brennen sehen. Aus irgendeinem Grund. Wollte er nicht auch irgendwie Händler interviewen, die aufgrund der Hetze vom Held der Steine, also seiner, ne, Hetze vom Held der Steine insolvent gehen oder pleite gehen, weil sie nicht mehr genug Lego verkaufen? War das nicht irgendwie auch so eine Geschichte, die er da noch irgendwie größer aufziehen wollte? Aha. Ja, auf jeden Fall. Die ist auf jeden Fall gekauft. Ich glaube, er unterschätzt auch, also er überschätzt ganz schön so die Bedeutung von so mittelgroßen und kleinen YouTubern, die ein bisschen was über Klemmbausteine machen. Also ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, dass mich noch nie jemand angeschrieben hat und gesagt hat, so, ey, willst du nicht mal dieses Set bauen wollen und bla 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 und. Wir würden dir das auch gratis zur Verfügung stellen. It's never gonna happen. So, und ich glaube, Paul, dir ist das auch noch nie passiert, oder? Also, wir machen das ist ja hier alles reines Hobby. Und ich glaube, Brick Lady ist ja auch reines Hobby. Also, dementsprechend wenig Interesse besteht da, glaube ich, auch die Leute wirklich mit Sets zu supporten oder so. Keine Ahnung. Naja. Lächerlich.
Na, alles lächerlich. Und selbst wenn man Sets von Herstellern gratis zur Verfügung bekommt, ist man ja nicht gekauft. Ja? Da kann man ja immer noch sagen, pass mal auf, das Set gefällt mir nicht oder so. Ich meine, naja. Was redet man überhaupt darüber, ne? Aber Paul, wir machen ja auch mit unseren YouTube-Kanälen oder gerade du kannst ja monetarisieren und machst ja auch Geld ohne Ende, ne? Ja, ist doch cool, wenn es läuft. Ich hätte auch gerne nach einem Monat 2600 Abos. Habe ich aber nicht. Und das ist jetzt der Grund, warum sie gekauft ist, weil sie so schnell so viele Abos hat, oder was? Meine Güte, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es wenig Frauen gibt in diesem ganzen Lego-YouTube-Game und dass die deswegen so viele Followers hat. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die ein gutes Video gemacht hat zu einem Thema und deswegen so viele neue Follower bekommen hat. Also ich würde erstmal so primär bei den Sachen suchen, die am logischsten sind. Und dann würde ich erstmal hingehen und sagen, oh, da ist irgendwas faul. Und selbst wenn, man muss ja auch mal überlegen, ist es einem wirklich wert, sich so tief mit dieser Thematik zu beschäftigen? Also, da muss ich jetzt auch sagen, könnte ich mir andere Freizeitbeschäftigungen mehr vorstellen. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass es bei Twitch auch helfen würde, aber hey. Ich mache jetzt immer Katzen-Yoga. Genau, das biete ich jetzt immer an vor allen Videos. Einfach weil ich es kann. Ich habe ehrlich gesagt ein Video von ihr geguckt und fand es okay und ich habe sie noch nicht mal abonniert, glaube ich. Weil ich mir nicht so sicher war, ob mich der Content da jetzt so weiter interessiert. Naja.
Muss man ja halt immer auch mal so gucken. Ich bin eh erstaunt, seitdem ich mich mit dem Thema Lego auf YouTube beschäftige, wie viele YouTuber es gibt. War mir vorher gar nicht so bewusst. Ich finde es auch cool, zum Beispiel den Mold King Traktor, den ich vorgestellt habe in meinem Video-Review. Der hat ja bei einigen YouTubern, die ich auch sehr schätze, hat der ja echt gute Bewertungen bekommen. Und ich kann das nicht nachvollziehen. Weil, also das, was mich an dem stört, stört die einfach nicht. Das finde ich halt so lustig. Also, ja, weiß ich nicht. Und der eine meinte auch, also einer, ich glaube, Steinchenwerkstatt, die ich super finde, die ich total mag, die beiden. Die meinten auch, dass es toll viel Spaß gemacht hat, das Ding zu bauen. Da musste ich da so ein bisschen so an mich denken und dachte mir so, okay, ich glaube, die Jungs haben einfach schon härtere Technik-Sets hinter sich und da ist es dann einfach ein anderes Niveau, was die gewohnt sind. So. Schubidubidu, das finde ich ganz cool hier, diese Verzierung hier. Hätten sie ja auch mit einem Print oder mit Aufklebern machen können. Das finde ich ganz lustig, dass das hier aus Steinen gemacht ist. Passt ganz gut. Das sind harte Männer. Nee, die sind, glaube ich, auch Maschinenbauer oder so, ne? Die haben, glaube ich, auch ein anderes. Also, die können auch, glaube ich, wahrscheinlich so. Die haben da einfach mehr Kompetenz als ich. Aber die machen super Videos, finde ich zum Beispiel. Schubidup. Schubidup. Bums. Da wird es hier angelehnt. Ja, das ist wohl das, das Heck vom Schiff, ne? Ich finde es ein bisschen zu bunt alles. Ich würde mir einfach mehr Braun wünschen und weniger Rot. Weil so sieht es ein bisschen aus wie so eine japanische Dschunke und nicht mal so wie ein Piratenschiff, wie ich mir das vorstelle. Mecker, 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 mecker. Aber prinzipiell, also Bauspaß ist vorhanden, finde ich. Macht sich ganz gut. Und die ballern ja auch echt Sets durch, ne? Also ich finde das schon ziemlich bemerkenswert. Das ist ja jede Woche ein fettes 6000 Teile-Set, was die vorstellen gefühlt. Die Roomtour. Oha. Die Roomtour. Ja, gute Frage, wann die Roomtour kommt. Ja, bitte. Ich bitte drum. Ich bitte wirklich drum. Inständig. Wie so einen kleinen Shuffle-Dance davon macht. Was? Ein hier.
Da war noch. Der. Mumo. Was ist denn da? Hat er sich versteckt, der kleine Schlingel? Paul möchte mit dir zu dem Brick Talk Song eine kleine Choreo aufnehmen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und zwar irgendwie, weiß ich nicht. So. Moment. Also tanzen, ja? Ich bin Baubär. Ich kann bauen, aber nicht so gut tanzen. So. Das. Ah, jetzt verstreben wir hier weiter. Verstehe. Was hier für Teile in so eine kleine Kabine reingehen? Das ist schon ein bisschen. Fast ein bisschen crazy. Also, ich finde, jetzt dadurch, dass ich ja dieses Cigarro-Schiff da gebaut habe. Von den Bautechniken her ist das Lego-Schiff also deutlich solider. Klar, es ist auch das ist auch deutlich teurer, aber also allein von der Sinnhaftigkeit der Bauschritte und so weiter und wie das hier aufgebaut ist und Verstrebungen und so weiter, da ist es schon, das ist schon eine, durchaus eine andere Liga. Okay, Paul, bis gleich. Viel Spaß. So. Wo bist du noch dabei? Was brauchen wir denn jetzt hier so Spannendes? So, dum-dum-dum. Jetzt wollen wir noch zwei von denen. Von den goldenen Ferngläsern. Süß. So, Lego kannst du ja echt immer stabil wegbauen, ne? Das ist echt wirklich nie ein großes Problem. Schon sehr lustig. Okay, dafür ist es halt, ne? Gibt es halt auch wieder hier diesen typischen Einstein-Bauschritt. So. Nee, habe ich nicht. Ich habe die ganzen guten Technik-Sets alle verpasst. Da habe ich kein Lego gebaut, als die auf dem Markt waren. Das nervt mich leider so ein bisschen. Und wenn man die jetzt nachkauft, dann ist man echt immer gleich ein Vermögen los. Ach krass, du kommst da oben noch drauf.
Okay. Also ich kenne tatsächlich nur, also ich habe angefangen mit dem mobilen Schwerlastkran, diesem Riesenset. Das war mein erstes Technikset. Und ja, deswegen ist da ganz viel an mir vorbeigegangen. Leider. Ich finde es ein bisschen. Moin erstmal. Boah, ich finde schon, dass es ziemlich teuer ist. Also, ich habe jetzt geguckt, was der Class Xerion kostet. Der bist du bei 250 Euro. Boah, weiß ich nicht. Den will ich mir eigentlich noch holen. Also, um mal aufs Set zu kommen. Also, ich finde, es ist ein bisschen. Mir ist ein bisschen zu viel Rot dabei. Hier, das hätte ich, also das fände ich cooler, wenn das wirklich alles hier durchgängig in einem Braunton wäre. Wäre das für mich so ein bisschen klassischer. Dann halt, ne, der Bau hat halt die übliche Steineseuche, also die übliche Farbseuche wieder. Dann finde ich das ein bisschen komisch, dass man hier so durchgucken kann. Finde ich irgendwie nicht so geil. Die Größe ist auch nicht, also ist auch ein bisschen klein. Aber vom Bauen her macht es ziemlich viel Spaß und es ist auf jeden Fall sehr, also sehr massiv alles. Bis auf die besagten kleinen Durchgucklöcher da. Ja. Ich finde, geht klar. Also, das kriegt man ja wirklich. Ich will jetzt nicht sagen für ein Appel und ein Ei, aber man kriegt das echt ganz gut hinterhergeschmissen inzwischen. Und also es ist ja UVP, ist ja ein Huni. Dafür würde ich es eher nicht kaufen. Aber ich habe jetzt irgendwie unter 70 Euro dafür bezahlt. Und dafür ist das vollkommen in Ordnung. Ja. Im Vergleich zu den anderen Piratenschiffen. Ja, natürlich, für Kinder ist das super, ne? Also es ist halt auch ein Kinderset, muss man dafür sagen. Ich finde es auch nicht schlimm, dass es so bunt ist. Ja, ich finde, das ist vollkommen legitime Herangehensweise, das so bunt zu machen. Kann man wenig gegen sagen. Lässt sich natürlich dadurch auch für Kinder, weil das ist ja schon ein großes Set, ne, mit über 1000 Teilen. Das lässt sich dann natürlich auch für Kinder relativ easy zusammenbauen, ne? Muss man einfach auch mal sagen. So, ja, also von den Piratenschiffen, von den dreien, die wir jetzt gebaut haben, würde ich das Orsini meinem ärgsten Feind nicht kaufen. Das finde ich, also ist wirklich, das ist eine Zumutung. Die anderen vier hin. Okay. Also das finde ich ganz grausam. Ne? Das Segao kann ich mir schon vorstellen, dass man das machen kann so. Ist aber auch nicht so hundertprozentig durchdacht, aber es ist halt, wenn das Segao-Schiff kostet zwischen 30 und 40 Euro, ne? Das ist halt schon deutlich günstiger. Hat natürlich auch weniger Teile und so. Aber prinzipiell kann ich mir das sehr gut vorstellen, das jemandem zu verschenken. Was ist jetzt hier so draufgesteckt?
Naja, also nicht nur das, sondern das ist auch einfach, also wenn du das Orsini dir anguckst, was ich noch machen werde, wenn ich hier fertig bin mit Bauen, dann werde ich die nochmal einmal kurz hier auf den Tisch stellen, alle drei. Das Orsini ist halt einfach nicht, ist nicht fertig. Also das ist halt, wenn du da irgendwas in die Hand nimmst, das, die Hälfte fällt ab. Und das kannst du ja einem Kind als Spielset nicht geben. Das geht ja nicht. Und das von Zigarro zum Beispiel. Das von Zigarro ist, finde ich, okay. So, ist für den Preis, also you get what you pay for. So. Könnte natürlich auch ein bisschen durchdachter sein, aber ist es halt nicht. Aber im Prinzip finde ich es voll in Ordnung. Und also das Orsini-Ding, das ist einfach. Das ist auch, also als Produkt einfach auch nicht fertig, ne? Also, ja. Das finde ich halt schon krass. Also, wenn es ein paar Unzulänglichkeiten beim Bau gibt oder so, geschenkt, ne? Das kann ja immer mal passieren. Aber dass du einfach dann zum Schluss ein Produkt hast, mit dem du nichts anfangen kannst. Also das Endset, das eignet sich zum, das kannst du hinstellen, aber zum Hinstellen ist dafür ist es zu hässlich. Also was machst du mit so einem Ding, ne? Also es ist halt schon, weiß ich nicht, ich finde es schwierig. So. So. Auch geil, ne? Das ist nur bei Lego so. Ein Bauschritt nimmt die Platte und dreh sie. Aber Don, was brauchst du denn gerade so? Guck mal, Steuerrad. Hier ist das Steuerrad. Sieht ja süß aus. Na, wo ist denn der Technik-Pin hier? Okay, cool. Ich finde ja diese Creator 3-in-1-Sets allesamt sehr schön. Klar, die sind auch teilweise unverschämt bepreist inzwischen, aber ne, Technik-Pin ohne Friktion für alle, die mal wissen wollten, warum der ohne Friktion sein soll, damit sich sowas schneller, besser dreht. Ach ja, das Wetter, ne? Das Wetter ist ein bisschen verrückt. Aber dir geht's jetzt wieder besser, ja? Okay, das ist alles hier oben. Süß. Wieder rein. Ah, okay, damit kriegen die Schräge hier hin mit den Hinges. Okay.
Ja, gut. Ah, ja. Ne, zum Beispiel diese Lampen, die ich jetzt hier gerade baue, die hat Cigao genau 1:1 genauso nachgebaut. Kann man sich inspirieren lassen. More or less. Und ich fand die Teilequalität von Cigao auch ausreichend, also beziehungsweise deutlich besser als die von Orsini. Bei Orsini hast du teilweise echt das Gefühl, du hast irgendwie das allerbilligste Plastik in der Hand. Ja, ich finde, das ist wichtig. Also, ich finde, das sind auch coole Steine. Ich finde, man sollte, also erstmal vielen Dank. Ich finde, man sollte sowieso offen für alles sein. Und man sollte irgendwie aber auch das Ganze dann fair machen. Ne? Also, ich meine, ich habe mir das Bluebricks-Video zum Beispiel zu den Orsini-Schiffen angeguckt und ich finde es einfach, also, ich, sorry, aber. Wenn du so ein Set hast, ne, als Händler, das dann auch noch bewirbst in einem Video und sich da über die Größe des Sets, also eigentlich nur, ich meine, klar, das ist ein Händler, der will verkaufen, ne, aber ich meine, so ein Set seinen Kunden ernsthaft verkaufen zu wollen, ist schon, finde ich schon grenzwertig, ne? Ist einfach kein besonders gutes Set, so. Und, naja, das ist dann immer so die Sache, ne? Also ich hätte das auch schon aus dem Sortiment genommen, weil damit, wenn das deine erste Bluebricks-Bestellung ist, dann wirst du wahrscheinlich eher nicht mehr so zu alternativen Klemmbausteinen greifen, ja? Weil das Set ist einfach eine Vollkatastrophe, also es ist einfach nicht gut. So. Es ist keine Vollkatastrophe, das wäre jetzt ein bisschen hart. Aber es ist nicht gut. So, das ist so ein stilisierter Totenkopf, oder wie? Ist ja süß. Finde ich echt ganz schnuggelig. Es kommt jetzt auch heute um 17 Uhr ein Video hoch von mir, wo ich. Ach, hier kommt noch eine Augenklappe drauf. Wo ich alle, also die Alternativen zur Lego-Technik aufzeige, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe. Wo ich auch darüber berichte. Okay, Lars, hau rein. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis denn. Wo ich die Sets, wo ich auf die Hersteller eingehe und auf die Sets eingehe, auf Technikalternativen, also eine Mold King, Kader und so weiter. Ja. Die Fahne finde ich echt ganz cool. Ich finde, natürlich sollte man denen mehr Chancen geben, so, ne? Also es gibt halt super coole Sets inzwischen, ne? Auch also die ganzen Kader-Technik-Sets von Mold King, die Technik-Sets. Also es ist alles auf einem Niveau, kriegst du so einfach nirgendwo anders, ja? Und auch die Modulars und so, die teilweise auf dem Markt sind, auch von, ne, also, oder das sind alles Sets, die funktionieren, die machen Spaß, aber gerade bei Bluebricks, ey, da gibt es immer, auch gerade bei den Eisenbahnen und so, da gibt es immer wieder Sets, wo echt viele Leute sagen, so, Alter, das hätte man besser lösen können, oder das macht keinen Spaß, oder die Steine geben es nicht her und so weiter. Und das finde ich schon krass, ne, also da finde ich irgendwie. Ist so Außendarstellung und das, was du dann wirklich an Sets bekommst, gerade bei Bluebricks, da ist schon eine Diskrepanz zwischen. Und man sollte sich natürlich auch nicht davon abschrecken lassen, wenn man ein Set gekauft hat. Und das ist jetzt nicht der Heilsbringer, ja. Also ich meine, man kann sich ja informieren vorher, welche Sets wirklich was taugen. Ja? Dafür gibt es ja echt die wirklich en masse YouTuber da draußen,
die sich wirklich nur noch damit beschäftigen oder die wirklich nur noch die Alternativen vorstellen und darauf eingehen. Und ich finde, habe ich mich hier gerade verbaut? Nee. Habe ich nicht, aber... ja, alles gut. So. Also da kann man sich wirklich informieren. Man kriegt also einfach bei YouTube die Setnummer eingeben, die man kaufen will. Und dann hat man innerhalb von ein paar Sekunden mindestens eine, wenn nicht sogar zwei, richtig gute Kaufempfehlungen oder beziehungsweise Besprechungen dieser Sets. Ne? Also das darf man halt irgendwie auch nicht. Da wird ja wirklich viel Arbeit geleistet von YouTubern, auch von mir zum Beispiel, die einfach sagen, hier, das ist gut, das ist nicht so gut. Oder auch von dir, Don, ne? Also, dementsprechend, ja. Ja, natürlich kannst du bei Lego auch auf die Nase fallen, aber du kannst bei Lego nicht in dem Sinne auf die Nase fallen, wie dass das Set an sich einfach nicht funktioniert. Du kannst ein Set haben, das irgendwie einfach vom Aufbauspaß und vom Umfang her nicht so prall ist und zu teuer ist und so weiter. Das kannst du halt haben. Aber du kannst es halt nicht so haben wie bei diesem Orsini-Set, dass du das einfach zusammengebaut hast und dir fällt links und rechts alles auseinander und nichts funktioniert und der Bau war schon ein Albtraum. Die Steine lassen sich nur mit Gewalt aufeinander drücken und solche Geschichten. Das hast du halt bei Lego nicht, ne? Also diese extreme Fallhöhe hast du halt bei Lego einfach nicht. Die hast du bei Drittherstellern. Gerade wenn du ältere Sets kaufst, deutlich mehr. Ich glaube auch, dass Orsini inzwischen bessere Sets hat, aber das war halt nichts, ne? Muss man einfach mal so sagen. Und was ich ja auch ein bisschen schwierig finde, ja, und den Hammer hier, den guten alten Mold King Hammer, hat meine Freundin öfter gebraucht. Und ich habe da auch teilweise wirklich nochmal ordentlich dran rumgedrückt, damit das da irgendwie alles zusammengeht. Also, das hat alles nicht so einen guten Eindruck gemacht. So. Naja. Aber auf der anderen Seite, das Zigarro-Piratenschiff ist vollkommen in Ordnung. Klar kann man da auch Sachen kritisieren und da sind auch beim Bau so ein paar Geschichten, wo man denkt, so, oh, das hätte man schöner oder anders oder besser oder stabiler machen können. Aber das Set an sich funktioniert halt, ne? Das muss man auch einfach mal sagen. So. Und wenn du dann überlegst, dass du das Zigarro-Ding irgendwie für 30 bis 40 Euro kriegst, dann ist das natürlich auch einfach eine andere Preisklasse. So. Ich drehe den Kahn schon mal um. Und ich finde, man muss da halt auch, man muss es immer so ein bisschen im Preis-Leistungs-Verhältnis sehen, ne? Also was bekomme ich, für wie viel Geld und was erwarte ich mir davon? Und so, wenn du jetzt zum Beispiel anguckst, dass du so ein Modular, also dass die Modulars von Xingbao mit 4000 Teilen, die kosten ja inzwischen auch über 100 Euro bei Blue Bricks und dann finde ich, muss da auch eine gewisse Qualität dabei sein. Klar, im Vergleich zu Lego ist es immer noch deutlich günstiger, aber Lego hat halt auch eben eine ganz andere Kostenstruktur als ein Xingbao, ja? Und ich finde, da muss dann halt irgendwie auch, muss man dann auch wieder in Relation sehen, ne? Also man kann jetzt nicht immer nur auf den Preis und auf die Teile gucken, sondern das bringt ja erstmal gar nichts, wenn du 6000 beschissene Teile hast mit einer beschissenen Anleitung, sorry, da bringt es halt einfach nichts, ne? Dann kannst du dir mit den 6000 Teilen kannst du das Katzenklo füllen, so. Deswegen, also, finde ich es auch cool, dass es so eine große Community gibt, die sich halt wirklich mit den Sets befasst, die, so wie ich das auch immer versuche, möglichst objektive, neutrale Bewertungen davon zu verfassen und zu sagen, ey, pass mal auf, das bekommt ihr, das kann das Set nicht, oder das Set kann gar nichts, so, ist ja bei Lego genau das Gleiche, ne? Und ob man das jetzt, wie man das jetzt kommuniziert und rüberbringt, das ist ja auch jedem selbst überlassen. So.
Gott, laber, ich bin gerade wieder ein Wolf. Wo bist du denn? Da bist du. Tudim. Ja, du zahlst extrem guten Service. Du zahlst dafür, dass die halt die Entwicklung der Sets in Billund stattfindet, größtenteils. Ne, die Steine werden ja nicht ausschließlich in China gefertigt. In China fertigt ja Lego eigentlich nur für den asiatischen Markt. Sondern die Steine werden hier in Billund gefertigt und in Tschechien. Und die werden, die werden jetzt nicht in... Also Tschechien ist ja schon ein Niedriglohnland, aber es ist immer noch nicht China. Die Sachen werden halt nicht über den ganzen Globus geschibbelt und so weiter. Dafür zahlst du natürlich auch so. Und das finde ich halt vollkommen legitim, dass das dann ein bisschen mehr kostet. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass Lego teurer ist als den Xingbao oder so. Ne? Also das ist mir auch komplett egal. Das ist ja auch logisch irgendwie. Ne, mir geht es halt darum, dass Lego einfach in der Qualität der Sets nachlässt. So. Jetzt nicht bei allem, aber bei einigen Sachen schon. Ja, habe ich hier rangemacht? Okay. Na, also Technik ist ja gerade echt ein Trauerspiel. So. Muss man ja so sagen. Und dadurch, dass ich ja gerade das Segao-Schiff gebaut habe hier vor und jetzt dieses Lego-Schiff baue, kann ich schon sagen, dass das Schiff hier von der Art und Weise, wie gebaut wird und so weiter, schon auf einem höheren Level ist als das Segao-Schiff zum Beispiel. Ne? Ja, das behauptet er und das finde ich ist auch echt, ja, schwierig, weil, das ist ja einfach nur eine grobe Behauptung. Er hat da ja überhaupt kein Fundament für so. Also es ist, das verstehe ich langsam auch nicht mehr so richtig. Also so gewisse Sachen, na, da biegt er sich das auch ein bisschen hin, ne? Wie es ihm gerade so in die Argumentationsstruktur passt. Natürlich produziert wahrscheinlich China, also es werden natürlich für jedes Lego-Set in China die Anleitungen gedruckt und die Kartons hergestellt, wenn ich das richtig weiß, so. Aber ich glaube, also Lego sagt ja auch selber, der Großteil der Steine, die auf dem europäischen Markt landen, die werden halt eben auch in Europa noch gefertigt. So. Deswegen, ja. Weiß ich nicht, wie er diese Aussage begründet. So. Also er begründet sie eigentlich gar nicht, ne? Naja. Naja, naja. Ja, und das finde ich geht halt nicht, ne? Ja, natürlich ist das ein Großkonzern, aber das ist Q-Man auch. So, also, naja. Es ist irgendwie argumentativ jetzt nicht, also, weiß ich nicht. Also, wenn man sagt, okay, wenn man vergleicht jetzt Lego mit Kobi, dann kann man schon sagen, dass Kobi der sympathische Konzern ist.
Aber ich kann halt mit Kobi-Sets wenig anfangen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich mir nicht mal die Titanic hole. Weil die Titanic ist auch ein Set, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man sich das irgendwo schön hinstellt. Ja. Aber sonst mit Panzern und Flugzeugen kann ich sonst... Ja, wo so eine Boeing, also so mit ziviler Luftfahrt kann ich noch was anfangen, aber nicht mit militärischer. Oh, vielen Dank. Mir wurde ja schon vorgeworfen, ich würde so argumentieren wie der Held. Und das kann ich leider überhaupt nicht nachvollziehen. Also, natürlich übertreibe ich manchmal auch ein bisschen, ne? Wenn ich sage so, oh, da gibt's, da drischt man erstmal einen Haufen Pins rein und so weiter. Aber ich meine, es ist ja auch ein bisschen, also ein bisschen Entertainment muss ja auch rein. Ne? Es kann ja nicht alles nur trocken, trocken, trocken sein. So. Hast du dir das Mold King, also das Video zu dem Traktor schon angeguckt? Ich war ja dann leider doch, nachdem ich den ja ein bisschen, ich hatte ja meinen Steinemeistern im Stream vorgestellt, da war ich ja noch relativ euphorisch und dann habe ich mit dem ein bisschen länger mich auseinandergesetzt, da hatte ich den ja noch relativ frisch und dann ist die Euphorie leider so ein bisschen einer leichten Ernüchterung gewichen. Hey Lars, willkommen zurück. Diesem wundervollen Sonntagmittag ist es jetzt, ne? Ja, nee, doch. Wäre halt ganz geil, wenn sich meine Uhr hier auch mal auf Sommerzeit umgestellt hätte. Am Rechner. Zitze. Zitze, zitze, zitze. Soll man damit nur arbeiten können. Bam. Ach, dieses Schiff hier, jetzt hier vorne so, das hier alles so zu verkleiden und so, ne, mit diesen Aufbauten, hier auch die Reling hier vorne, oh, Entschuldigung, sieht mir das überhaupt da, die Reling? Das finde ich schon, das macht schon Spaß, sieht auch alles ziemlich cool aus. Hier kommt jetzt auch genug Braun für meinen Geschmack vor und wenn ich mir das jetzt so von der Seite angucke, ist es auch braun genug eigentlich. Aber das hätte man hier auch alles braun machen können, meiner Meinung nach. Da hätte ich überhaupt kein Rot gebraucht. Das Gold finde ich cool. Könnte sogar ein bisschen mehr Gold sein. Oh, ist aber halt natürlich alles Geschmackssache. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber jetzt so, das Ding hat auch echt einen soliden Eindruck. Also ich überlege jetzt halt, ob ich mir den Class Xerion besorge und das die mal miteinander vergleiche. Ja, dann müsste ich den halt nochmal günstig bekommen. Der ist richtig gebaut. Scheinbar ja, klar. Ist auch cool, dass es hier mit so vielen Hingeplates ist, damit halt einfach so eine gewisse Schräge da reinkommt. Weil du mit dem eigentlich nicht arbeiten, also du kannst mit dem nicht wirklich spielen. Ja, das beschreibt es ganz gut. Du kannst mit dem wirklich nicht so vernünftig spielen einfach, weil der halt einfach kein Getriebe hat, ne? Also dem fehlt halt wirklich, wenn du da jetzt... Also klar, du kannst mit der... Das Problem ist wirklich, du hast diese... ja, ich auch. Ich war heute Morgen erstmal so, hä, wieso ist denn das schon so spät? Dann ist mir aufgefallen, ach ja. Du kannst mit dem halt nicht vernünftig spielen, weil... der kein Getriebe hat und an sich ist der zu schnell, also der fährt zu schnell. Da fehlt einfach eine Übersetzung und es fehlt auch so ein bisschen, es fehlt einfach eine Übersetzung. Doch, das beschreibt es ganz gut. Und dadurch ist es halt leider so, dass man in der Tat
mit der Bluetooth-Fernbedienung, also mit der App, kann man dann die Motoren stufenlos regeln. Da macht ja schon ein bisschen mehr Spaß. Aber es fehlt irgendwie, also es fehlt einfach so die Möglichkeit, dass du halt so einen Kriechgang hast. Ne? Und dann finde ich auch, der hat keine Federung, der hat kein Getriebe, der hat keinen Motor, der mitläuft. Das sind alles so Sachen, finde ich ein bisschen schade. Die hätte ich mir bei dem Modell ein bisschen ja, ausgearbeiteter gewünscht. Das ist natürlich das Mock, was auch nicht mehr hergibt, muss man dazu sagen. Und was mir halt so ein bisschen sauer aufstößt, ist die Tatsache, dass diese Anbaugeräte, die du da mitgeliefert bekommst, dass das An- und Abdocken dann doch ja, relativ ja, unkomfortabel gelöst ist. Sagen wir mal unkomfortabel. Also man muss halt immer diese 4 Zweierpins auf Achsaufnahme rausziehen und die sind halt ein bisschen widerspenstig. Die werden natürlich mit einem Mal besser. Also mit jedem Mal, wo man das macht, haben die ein bisschen weniger Friktion und dann geht es leichter, aber am Anfang sitzt man da echt mit einer Zange und versucht, die dann wieder rauszuziehen. Und das ist irgendwie, finde ich, vom Konzept her, da hätte man sich einfach was anderes einfallen lassen können. So. Ich glaube, im originalen Mock ist das auch anders gelöst. Ach, guck mal, jetzt kommt da vorne noch eine Etage drüber. That's crazy. Hier, wir bauen noch mal ein zweites Stockwerk. Ist gut, dass man sich vorher mit den Modellen nicht so auseinandergesetzt hat, ne? Ja. Okay, wo sind eigentlich die Kanonen? Und eine Ankerkette muss ja auch noch kommen. Oh, ho, ho. Da ist ja noch jede Menge Bauspaß drin, ne? Wo sollst du hin? Okay, hier. Und du kommst da drüber, okay. Okay. Die sind aus Steinen gebaut. Das finde ich ja irgendwie ganz drollig. Ich habe ja die Stoffsegel da bei dem Segaro-Schiff. Na. Ja. Finde ich okay. Kann man machen, auf jeden Fall. Ist halt immer so ein bisschen nicht ganz so stabil, aber an und für sich sind ja solche Segel auch aus Stoff, ne? Ach, cool. Ja, nice, Lars. Das ist ziemlich cool. Ich hab den Stein hier falsch reingebaut. Hä? Warum habe ich das denn so gemacht? Naja, who knows. So. Ach, jetzt kommt hier seit Tüte Nummer 8 schon. Nächster Stream, boah, ich weiß, nächste Woche irgendwann. Du folgst mir auf Instagram, da wirst du es dann sehen. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich nächste Woche baue. Das muss ich nochmal gucken. Da muss ich nochmal überlegen. Also guten Hunger, Lars, bis dann. Okay, also du sagst Kader Porsche, ja? Dann kann ich den gleich mit dem Lego Porsche vergleichen. Ist vielleicht gar nicht so dumm. Mal überlegen. Wahrscheinlich wirklich nicht so dumm. Wo
Ja, wo sollst du hin? Da. Verstehe. Das sind jetzt die Segelelemente, ne? Daraus kann man natürlich auch cool andere Sachen machen, ne? So Space Shuttle oder so. Oder? Ich meine, das schreit doch danach, dass man das Space Shuttle draus macht und das so aufklappen lässt. Waren auch schön viele davon dabei. Hier, und daraus kann man hier die Flügel machen und so. Oh. Me likey very muchy. Okay, also ihr wollt den Porsche-Vergleich, ja? Dann mache ich den Porsche-Vergleich. Lange Achse. Okay, jetzt bauen wir den Mast. Okay, der Mast ist wirklich nur so eine Technikachse, oder was? Das ist ja lustig. So. Dass der Ast so, dass der Mast so dünn ist, finde ich auch echt ein bisschen. Strange Entscheidung auf jeden Fall. Den jetzt drauf. Ja, also ich habe mir den ja auch, ich habe den mir auch schon mal angeguckt, den Lego Porsche, den Kader Porsche. Und bis auf das Farbgewitter finde ich den Lego Porsche auch ziemlich cool. Bin ich voll deiner Meinung. Und ich glaube, der Kader Porsche wird von der Form her nicht so elegant sein, weil dem hinten die neuen Formteile fehlen, die Lego extra für den Porsche hat machen lassen. Das versucht natürlich der Mocker ein bisschen anders zu lösen, weil er kann natürlich keine neuen Teile entwickeln. Das kann ja halt nur ein Set-Hersteller machen. Dementsprechend glaube ich auch mal, dass der nicht ganz so elegant aussehen wird. Man darf also gespannt bleiben. Und ich finde auch, dass Lego da bei dem Set mit dem Umbau und so weiter, da haben sie sich schon was einfallen lassen. So, das muss man auch mal honorieren. Weil ich mir den Umbau ein bisschen cooler vorgestellt hätte. So. Aber prinzipiell ist das vollkommen okay. Jetzt habe ich das Gefühl, ich baue ein Technik-Set. Drollig. Ja, jetzt haben wir hier den Ausguck gebaut. Der kommt hier auch nochmal oben drauf. Das ist hier aber wobbly, 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 wobbly. Wobbly, wobbly, wobbly. So. Das ist wirklich, fühlt sich wirklich an wie ein Technikset gerade. Die ganzen Achsen. Lustig. So.
Schubidubidubdum. Ja, könnte stabiler sein, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das haben die genauso berechnet, dass es stabil genug ist. Okay. Alter. Das geht ja auch nicht ganz rein, ne? Trollig. Es ist also. Okay. Jetzt haben wir hier diese Gummistrapsen. Finde ich ja auch total skurril, ne? So. Das ist doch das, was als erstes an diesem Ding kaputt geht, oder? Das geht erstaunlicherweise vielen so. Am Freitag, als wir das gestreamt haben, da kam auch schon jemand und meinte, er hat es zweimal, weil er noch die Taverne bauen wollte. Und ich überlege gerade auch, mir das zweimal zu kaufen, wenn es das nochmal günstig im Angebot gibt, um die Taverne zu kaufen, damit das Piratenschiff ein bisschen piratige Unterstützung hat noch. Weil die Taverne finde ich auch ziemlich cool. Das Totenkopfverlies finde ich so cool. Geht so. Das finde ich aber schon. Ah, das gibt dem Ganzen auch ein bisschen, doch deutlich mehr Stabilität. Crazy. Hätte ich jetzt nicht so mit gerechnet, dass das wirklich was bringt. Ah, jetzt bauen wir Segel, ne? Dum, 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 dum. Das gibt's ja echt erstaunlich hart rabattiert im Markt, ne? Verstehe ich nicht. Das ist ein Lego-Piratenschiff. Das müsste doch weggehen wie warme Semmeln. Naja, wahrscheinlich ist es einfach. Das ist nicht das, was sich die Leute im Großen und Ganzen vorgestellt haben. Technik Pin. So, das ist so. So, ne? Ach, das wird jetzt hier schon drauf gebaut. Okay, crazy. Crazy, crazy, crazy. Okay. Hatte ich jetzt irgendwie nicht so mitgerechnet.
Das kann auch sein, ja, dass sie zu viel produziert haben, ne? Ja, klar, logisch. Kann alles sein. Dass man diese Achsen nicht so gut in diese Cones stecken kann, das war mir gar nicht mehr so bewusst. Schon lustig. Aber hier sind immer, es bleibt immer so ein Spalt über, ne? Hier sieht man immer noch ein bisschen rot durchschimmern. Schade. Ich muss mal dringend meine Hände eincremen. Ja, ganz kaputt aus. Schrecklich. So. Das ist der Flügel vom Space Shuttle auf jeden Fall. Da gibt es Möglichkeiten. Jede Menge Möglichkeiten. Bin ich mal gespannt. Okay. Das ist schon irgendwie ein bisschen crazy, so Segel aus Steinchen zu bauen. Ja, schon. Also ich stehe halt. Also ich mag so alles, was so ein bisschen angelehnt ist an so. Also ich mag auf der einen Seite mag ich Modular Buildings, auf der anderen Seite mag ich aber auch komplexe Technikmodelle. Ich mag aber auch so schöne klassische Lego-Themen, ne? So Piraten, Burgen, Mittelalter. Ich mag eigentlich auch Ideas, wenn das Set halt irgendwie steht. Also die Mittelalter-Spiele zum Beispiel haben mich voll abgeholt. Das war voll mein Ding. Ja, das sind so die Themen, die mich berühren. Also Technik finde ich auch immer super. Ich finde Technikmodelle, wenn die funktionell durchdacht sind und so weiter, finde ich die super. Ja. Womit ich nichts anfangen kann, ist alles, was mit Kriegsgerät zu tun hat. Also das ist absolut nicht so mein Thema. Also Panzer oder keine Ahnung. Ja. Finde ich nicht so cool. Ah, das wird das große Hauptsegel, wa? Crazy. Kann ich nicht so viel mit anfangen. Ja, aber prinzipiell. Also ich könnte mir auch vorstellen, die Titanic zu bauen oder die Boeing oder whatever. Den kenne ich auch noch nicht hier, den Umlenker. Lustig. Also weiß ich nicht, ich wüsste jetzt nicht, warum ich mir einen Panzer hinstellen sollte. So. Finde einen Panzer weder schön, noch hat der eine Funktion, die ich toll finde. Also, ja. Naja, das muss halt jeder für sich selber wissen. Das für der Hauptsegel, wa? Komm da rein. Okay. Ja. Das hält die halt wirklich nur in diesem einen Hinge, ne? Na gut. Dann traut Lego seinen Teilen also zu. Mir soll's recht sein.
Ja, Monkey Kid finde ich auch cool irgendwie, weil das halt mal was komplett Neues und Eigenständiges ist von Lego. More or less eigenständig, ne? Ja. So. Kommt mir noch hier so eine. Sind unterschiedliche Längen, ne? Natürlich nicht. Haben wir hier noch ein kleiner. Süß. Und du kommst jetzt da oben drauf, okay? Das ist also hier die Fahne. Verstehe. Jetzt sind wir auch schon bei Tüte 9. Das Modell ist gleich vorbei. Schade, es macht echt Spaß zu bauen. So, wie viele Strapsen brauchen wir? 1, 2, 3, 4, 5. 4. Oh, guck mal, das 1 ist sogar Reserve, falls es beim Bauen kaputt geht. Okay. Es sind nur zwei Kanonen in diesem Set. Also, das finde ich ein bisschen leid. Also, das finde ich ein bisschen wenig. Ich meine, hier sind. Man denkt natürlich, dass auf jeder Seite zwei Kanonen sind. Mau! Das finde ich echt ein bisschen unterirdisch. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Dankeschön. Das wird aber noch verfeinert. Es wird noch verfeinert. Nur zwei Kanonen dabei, ey. Das finde ich echt da so. Da bin ich jetzt enttäuscht. Mau. Finde ich eine ziemliche Sauerei. Geht gar nicht. Darauf einen Schluck kalten Kaffee. Mau. Mau, 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 mau. So, 10er Achse, 10er Achse. Das wäre echt ein bisschen schäbig. Also beim Modell in der Preisklasse, da können auch dort, also da können auch vier Kanonen bei sein. Aber man müsste das, also man muss das Set wirklich noch ein zweites Mal kaufen, damit man die vier Kanonen hat für die, ne? Wie sieht denn das hier aus bei dem? Bei der Taverne ist es. Hat die Taverne auch Kanonen? Nee, siehst du? Also, man muss das Set zweimal kaufen, damit man das Schiff ordentlich mit Kanonen ausrüsten kann. Sauerei. Wieder am falschen Ende gespart. Die Ollen. Die Dänen. Ja. Aber dieses, das ist echt, das sieht für mich so nach Space Shuttle aus. Gut, dass es jetzt kommt. Das Original Space Shuttle. Herrlich, herrlich, herrlich. Bauen wir nochmal einen Ausguck. Hier ist übrigens das schöne Formteil dazu. Ja.
Ausguck, Mac-Ausguck-Face. Also, wo ist denn bitte sehr die schwarze Roundplate, die ich jetzt suche? Hallo? Kuckuck, wo versteckst du dich? Mal ehrlich, du kannst ja nicht weg sein. Da ganz vielen Zweierachsen. Yay, jetzt haben wir das gebaut. Brauchen wir eine 11er-Achse. Haben wir hier. So. Zwei braune, ein Achsstopper, nochmal ein braun. Ach nee, doch nicht. Das Ganze wird dann hier so drüber gemacht. Okay. Bumps. Jetzt kommt da noch ein Achsstopper drunter. Bumps. Jetzt wird das Ganze in dieselbe Richtung nach vorne wie da. Aber das stimmt ja nicht. Nämlich verbaut. Verdammte Axt. So wird ein Schuh draus. So. Dümms. Judy, das ist vorne auch da. Ja, die auch gemacht. Das hätte ich auch gemacht. Das finde ich echt ein bisschen mau. Also, da hätte ich mir auch ein bisschen mehr vorgestellt. Ganz ehrlich. Das war mir auch gar nicht bewusst, als ich das gekauft habe, dass da nur zwei Kanunis drin sind. Ich kann mir das Gesicht von deinem Sohn vorstellen, das war so. So irgendwie wahrscheinlich. Ich meine, ich bin schon fassungslos. Und ich bin ein erwachsener Mann. Das finde ich schon dreist. So. Ja, zum Glück hattest du die Achterbahn noch. Da muss man aber echt Lego mal einen bösen Brief schreiben, dass das so überhaupt nicht geht. Da werden ja Kinderherzen gebrochen.
Nee. Manchmal bindet man sich auch wie der letzte Mensch hier. Ich hab dich doch schon gesehen. Dümps. Ist aber schon hoch. Seht ja, wie hoch das Ding ist, ne? Jetzt brauchen wir wieder ein Segel. Yippee-yay. Ja, genau. Das Schiff ist zerstritten. Es gibt die Pazifisten und es gibt die Kanonenbesessenen. Sorry, aber das geht wirklich nicht. Also, als ob das irgendeinen Unterschied gemacht hat in der Profitmarge hätte. Ja, also irgendeinen signifikanten Unterschied, ob man die Kanonen da jetzt reinpackt oder nicht. Ey. Also bitte. Das ist richtig bitter. Mann, 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 ey. Da habe ich auch echt wenig Verständnis für. Jetzt brauchen wir das große Segel, ne? Ach nee, jetzt müssen wir hier die nochmal ran. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass sie hier die einzelnen Querträger hier nicht noch irgendwie verkleiden. Ja, ich finde es auch, also ich finde die Idee ziemlich cool. Ja. Ah, hier ist der fette Anker. Und hier ist die Kette. Können wir gleich schon mal zusammen machen hier. Dann wissen wir schon, gehört zusammen. Naja, und sie haben halt, man kann die ja bewegen wie richtige Segel. Also, und Stoffsegel haben ja immer die Gefahr, dass die relativ schnell abfallen. Sag ich jetzt mal. Ne? So, jetzt bauen wir den Totenkopf noch drauf, ne? Die ganzen kleinen Käseecken. Hey, Partei. Einen habe ich. Der zweite muss ja auch irgendwo sein. Also. Da. Okay. Oh. So, hier muss ich auch noch Käse irgendwo weiter verbauen. Ich versuche mich immer davor zu drücken. Das geht jetzt nicht zu meinen Favorite.
Aufgaben bei Lego, irgendwelche Käse irgendwo ran zu knuddeln. Gesangsverein. Das ist hier, das auch auszurichten, ne? Dass das einigermaßen zusammen fluchtet, ist ja auch eher so semi-spaßig, ne? So. Düngs. Segeln bauen macht echt Spaß. Bauen wir uns ein Segel, dann fahren wir große Fahrt. Und dann müssen wir noch ein paar Kieselken hier reinballern, wa? Oh Mann, ey. Okay. Ist ja lustig, dass das hier so absteht. Hier. So, musst mich abonnieren, aber du hast mich, glaube ich, schon abonniert, ne? Musst mir followen. Ich glaube, du hast mir, followst mir aber schon, oder? Und wenn du einen Prime-Account hast, kannst du den mit deinem Twitch-Account verlinken. Upsala. Und dann kannst du mich quasi abonnieren. Und dann kriege ich quasi ein bisschen Geld und dich kostet das gar nichts. So. Jetzt haben wir das große Segel gebaut. Und es sieht echt aus wie ein Totenkopf. Also, wenn man sich das ein bisschen weiter weghält, ne? So. So. Jetzt kommt hier noch eine Planke dran. Das ist ja auch minimal, Alter. Planke. Yay. So, und dann... Okay, muss von hier... Hier noch eine Seilverstrebung. Noch da, um das Ganze noch ein bisschen zu halten. Okay, verstanden, verstanden, verstanden. Das kann ja noch nicht alles sein, oder? Da muss ja noch irgendwas, muss ja noch kommen. So. Ah, okay, das kommt auch noch. Verstehe.
Okay, jetzt müssen wir die Kette da rumlegen. Okay, so haben sie sich das vorgestellt. Och, Menno. Das kann ja nicht wahr sein, ey. Och. Manometer, ey. So, hier rum. Komm hierher. Ich hole dich da jetzt durch. Das ist einfach echt gefrickelt. So. Aha, jetzt haben wir hier noch eine schwarze Stange. Der Anker kommt mit der schwarzen Stange daran. Verstehe. Das ist ja drollig. So. Ein Anker, dann können wir hier ein bisschen hochkurbeln. Gleich mal. So. Yay, Spielfeature. Anker hochgekurbelt. Läuft. Jetzt bauen wir hier schon wieder so eine Zweierachsgeschichte, ne? Ach ja, ist das schön. Ist dies nicht toll? Bis zum bitteren Ende. Achse an Achse. Cool, vielen Dank fürs Zuschauen. Don, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Hau rein. So. So. Bist du hier? Kommt da noch so ein Ding ran? Aha, aber da. Okay. Bam. Oder? Ja. Bam, so ist es. Bam. Hier ist es. Daran. Ah, das ist das vordere Segel. Verstehe. So. Und wo wirst du rangesteckt? Ach, da. Bam. Vordere Segel ist auch dran. Läuft. Jetzt bauen wir noch eine Galionsfigur. Okay. Interesting. Okay, du kommst dann hier so ran. Okay. Du kommst dann. Also da kommt noch hier er hier drauf. Dann kommst du
ran und dann bist du da quasi so drum gestülpt, ne? Bin ich richtig, ja. So. Lol. Das ist ja drollig. Und dann ist es fertig. Hä? Okay. Okay, okay. Verstehe. Doch, ich bin gerade fertig geworden, Paul. Willkommen zurück. Du kleiner Megapod. Da ist es. El Chivo. Mit nur zwei Kanonen. Mau. Also das finde ich echt ein bisschen unterirdisch hier. Das ist nicht ausreichend bewaffnet, das Schiff hier. Auf keinen Fall. Also, das finde ich schwach. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hier wird nur ein bisschen Werbung für Creator-Sets gemacht. Kein einziges Set ist übrigens in dem Piraten-Theme gehalten. Lego. Aber das ist das gute Stück. 350 Bauschritte. Also jetzt gucke ich mir die Taverne an. Die Taverne ist natürlich deutlich kleiner. Da wird auch nicht mehr nach Tüten unterschieden, ne? Nee. Ach, crazy. Crazy, crazy, crazy. So. Gucken wir uns nochmal an. Ja, natürlich sind da Minifiguren bei. Das ist Lego. Zeige ich auch. Also. Nachdem ich hier die letzte Kanone geladen habe. Und so. Erstmal haben wir hier eine Schatztruhe voller Gold und Edelsteinen. Ja, wie sich das gehört für einen ordentlichen Dampfer. Die stellen wir jetzt mal hier oben hin. So. Dann haben wir hier einen Piraten mit Fackel und Säbel und natürlich einem Holzbein. Ja. Der muss natürlich sein Schiff unter Kontrolle haben, ne? Ist klar. Hier. Keine Ahnung, wie er steuern soll damit in der Hand, aber hey. Da sind ja Details hier. Da solchen Details da. Muss man sich nicht weit auseinandergeben. Dann gibt es hier einen bewaffneten Piraten. Ja. So. Haben wir hier einen Piraten mit einem Säbel in der Hand. Der hat richtig Bock, hier vorne ein bisschen rumzusäbeln. Dann haben wir hier ein kleines Skelett. Kleines Skelett, ne? Das laut dem, was sie so, wie sich Lego das vorstellt, hier oben in den Ausguck soll. Ja. Vielleicht nicht ganz zentriert. Geht das? Okay, also man kann ihn nicht in den Ausguck stellen, weil dann kriegt man. Achso, warte mal, kann ich die Fahne natürlich noch viel höher machen. So. Ne, stellt man hier mal rein und dann blub, geht das so gerade. Und dann haben wir noch ein Hai. Der ist süß. Und wir haben natürlich noch eine Möwe. Ne? Ja, ist nicht zu unterschätzen. Die Möwe, die kommt einfach mal hier hin. Ne? So. Ja. Und dann haben wir hier noch ein Fass mit Munition für die Kaninchens. Ne? Das stellen wir mal hier in die Mitte. Ja, und das ist es eigentlich. Ein paar Ersatzteile haben wir. Ein paar mehr, als ich dachte bei dem Set. Lustig. Oh, zwei Kanonen leider nur. Ha, wer kennt sie nicht? Die blaue Möwe, ja. So, hier ist die Planke, ne? Planke des Todes. Und so sieht das dann aus. Ne? Wenn man alles so drin hat. Das ist von vorne. Ich zeig's mal im Profil von der Seite. So sieht's aus. Das ist ein Piratenschiff, für das Lego
UVP 100 Euro haben will, ne? Mit dem Hyderboy. 3-in-1 Modell, muss man dazu sagen. Es gibt also drei Varianten. So. Das ist das, was Lego anbietet. Stellen wir mal hier so ein bisschen hin. Das bietet Cegao an. Das kostet 30 Euro. 30 bis 40 Euro. So. Sind auch Minifiguren dabei. See hat natürlich auch Segel. Aber aus Papier. Ja, hat einen deutlich stabileren Hauptmast. Hat leider auch nur zwei große Kanonen. So, es ist auf jeden Fall wesentlich stabiler als Orsini. Das ist aber, ey, sorry, aber ein Stück Seife ist stabiler als Orsini. Also wenn man nur nach Größe geht, ne? Dann hat natürlich Orsini den längsten. Ne? Also wenn man wirklich nur nach Größe geht, dann hat Orsini da eindeutig die Nase vorn. Da kann man nicht viel drüber diskutieren. Aber das Lustige ist, wenn ich die so einzeln hochhebe, ne? Die Schiffchen. Also das Orsini ist nicht schwerer. Wirklich nicht schwerer. Also das Lego-Piratenschiff ist, naja, ist schon ein bisschen schwerer. Und ja, es ist ironischerweise ist das Lego-Piratenschiff, ja, das ist mit dem vom Cegao eigentlich fast gleich auf, ja? Also von der Größe her. Es hat natürlich die Segel aus Bricks, ne? Das hat das haben die anderen nicht. Die haben, das hier sind Papiersegel und das hier sind Stoffsegel, also klassisch. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall immer das Orsini-Schiff, genau, das Cegao-Schiff kaufen, wenn es wirklich um Preis geht. Damit kann man auch spielen, so. Es ist halt nicht so mörderdurchdacht bei gewissen Sachen. Also gerade die ganze Reling hier an der Seite, die ist halt nicht besonders stabil. Es hat ziemlich viel Gold, was ich ganz cool finde. Es ist ein sehr helles Gold. Es ist von der Bautechnik her nicht so schön wie das Lego-Schiff. Also von der Bautechnik her ist das Lego-Schiff mit das Schönste. So. Aber man kann auch damit kann man bauen. So, auch damit kann man spielen hier. Es hat vier Minifiguren dabei, genauso wie das Lego-Ding. Das Orsini-Schiff hat halt nur Skelette, ist ja ein Geisterschiff, ne? Also, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das Orsini-Schiff zu bauen war ja schon echt ein Albtraum. Also, das Orsini-Schiff ist auf jeden Fall raus, ne? Also, das Ding, das, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sind wir mal weg. Ja? Aber ich sag mal so, wenn man ein solides Piratenschiff haben will und nicht so viel Geld dafür ausgeben will, ist man mit dem Cegao hier ziemlich gut dran. Auf jeden Fall. Da macht man wenig verkehrt. Das macht Spaß. Das hat auch Kanonen, mit denen man schießen kann. Es gibt leider in dem Set nichts zum Schießen. Das muss man sich dann noch besorgen. Das haben sie irgendwie vergessen. Aber theoretisch kann man mit diesen Kanonen auch schießen. Das ist ziemlich stabil. Das Bauen der Ketten nervt. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass hier die Galionsfigur noch dabei ist, die natürlich sehr aussieht wie eine Lego-Minifigur. Diese Flammen hier, die halten halt nicht ordentlich. Die fallen immer wieder ab. Gott, die sind also ziemlich schnell im Staubsauger, wollte ich damit sagen. Ob man die Minifiguren so mag, muss man für sich selber entscheiden. Mich stört hier der Gap zwischen Oberkörper und Hals, das sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Genau, ja, Fancy musste das Ding leider bauen, das Orsini-Schiff, das sollte man noch erwähnen.
musste mich da gar nicht mit durchmogeln. Aber wie gesagt, das Zigarro-Schiff ist auf jeden Fall ein ordentliches Preis-Leistungs-Angebot. Es könnte, es hat seine Macken, es könnte auch deutlich besser sein. So. Dafür sind einige Sachen echt ein bisschen strange gelöst, aber prinzipiell kann ich da nichts gegen sagen. Ja, und damit würde ich sagen, also es ist jetzt 13 Uhr, der Tag hat gut angefangen, ne, mit ein paar Piratenschiffen, da ist Struktur. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben. Ja, und freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Dann habe ich soeben beschlossen, baue ich den Kader Porsche. Und vergleiche den mit dem Lego Porsche. Und heute um 17 Uhr geht noch ein Video online, wo ich meiner Meinung nach die besten Lego-Technik-Alternativen vorstelle. Und auch ein bisschen darauf eingehe, wie ihr zum Beispiel einen Set-Katalog von den einzelnen Herstellern findet und abgleichen könnt, ob das ein geklautes Mock ist oder nicht, was da angeboten wird. Ja. Also, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Paul, dass du dabei warst. Vielen Dank an Don, der ist schon weg. Vielen Dank an Lars, vielen Dank an alle anderen, die dabei waren. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Auf bald, euer Captain.